Heißt das, ich kann nur einmal den Experten fragen? Der Experte schaut sich kurz den Gegenstand an und sagt, dass er sich ziemlich sicher ist, dass der Wert bei $640 liegt. Deine Schätzung lag bei $420. Er glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Er hat recht. Lass uns verhandeln. Was hältst du von $500? Yes. Ja. Weiter. Nee, weiter. Lass mal sehen. Der Experte schaut sich kurz den Gegenstand an und sagt, dass er sich ziemlich sicher ist, dass der Wert bei $91 liegt. Deine Schätzung lag bei $106. Er glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Da hat er recht, behaupte ich. Ich habe halt noch null Expertise, ne? Also, bin ja darauf angewiesen. $70? Sehr gut. Ach, Restaurator, wieso bist du denn noch nicht fertig? Ein Tag verbleibend noch. Ach, du schon wieder. Oh, das ist ja mal geil. Danke. Du willst diesen hässlichen Hut. Okay. Komm, ich gebe ihn dir für $120. Nee, 90. Wie nicht fair, nicht fair. Sowas würde ich nie machen. Das ist ja wohl unverschämt. Der neu geschätzte Wert ist unbekannt. Aha. Dann arbeite mal an dem Schädel. Schädel. Bitte sag mir, dass du was kaufen willst. Ah, lass mal sehen. Ja, ich kann gerade nicht. Okay, $100, Mann. Ah, immerhin. Dabei haben sich meine wöchentlichen Ausgaben verringert. Auch nicht schlecht. Ich bin ja mal echt gespannt, wie viel ich hier den Leuten für die Kanone aus dem Ärmel leiern kann. Also, öffnen. Was haben wir eigentlich?
sag mal. Überbewertetes Brettspiel, hergestellt in 1964. Lass uns verhandeln. Ich sag $120. Okay. Er sagt auch $120, sehr gut. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch $120 gesagt. Du willst die... Oh, du willst die Kanone. Also hör mal, also das Ding ist ja in echt gutem Zustand und so. Und deswegen sage ich mal 2000. Sehr gut. Das finde ich sehr gut. Und der Schädel ist auch in einem Tag fertig. Sehr gut. Alter, dieser Profiler, der würde mich ja arm machen. Okay, weiter. Was willst du? Du willst mir was verkaufen. Oh. Also. Also hör mal. Also. Das. Also da müssen wir auf jeden Fall. Also. Also. Da weiß ich ja, was gleich als nächstes repariert werden muss. Guten Morgen, mein Name ist Jürgen Tolkien. Man hat Jürgen. Was auch immer. Man hat mir gesagt, ich soll etwas Wertvolles verkaufen. Schau sie an und sag mir, dass du es willst. Lass mal sehen. Tess, ich muss dir leider sagen, dass ich es nicht will. Ja, der Schädel. So, mein Freund. Wie lange brauchst du denn für... Das Schlösschen da. 4 Tage. Okay, vielleicht kriege ich es ja am... Ach nee, das kann ich dann ja erst am Montag verkaufen. Naja, dann ist das halt so. Dafür muss ich jetzt noch schön Gewinn machen. Komm her. Was hast du denn da? Ein Parkman-Plüschtier. Muss dir leider sagen, dass ich nicht interessiert bin. Das war's schon für den Tag? Wie kann ich helfen? Tut mir leid, ich bin gerade echt nicht an der Konsole interessiert. Das ist gerade so mau, das gefällt mir nicht. Okay, lass uns verhandeln. 300. Bitte, bitte, jetzt komm, 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 komm noch einer. Komm, bitte kauf was, bitte kauf was, bitte kauf was, bitte kauf was. Das Ding willst du. Was hältst du von $500? Yes. Immerhin. So, du willst auch was. Du willst dieses komische Spiel da. Was hältst du von 200?
Boah! Notre-Dame-Souvenir. Ja, komm, das soll jemand kaufen. Wenn ich einmal Glück habe in diesem Spiel, dann das brauche ich jetzt. Reparier mal, was würde sich denn lohnen? Eigentlich gar nichts. Na, mach nicht mal die Silbermedaille. Komm schon, ich habe zwei Gegenstände, die mir echt Cash bringen könnten. Du willst was? Was willst du denn? Du willst diesen Schädel. Lass uns verhandeln. Ich sage 1300. 1260. Okay. Ja! Ich glaube, damit habe ich das Geld wieder drin. Boah, du willst auch noch was. Na gut, lass uns verhandeln. 120. Nein! Ich hab schon wieder bin schon wieder mit Minus raus. Kann nicht wahr sein. Also ich glaube, in diesem Spiel überlebe ich nicht lange. Oh Mann. Lass mal sehen. Oh. Ja. Nee, also wir fangen mal schön mit 4.500 an, ja? Was hältst du von 4.250? 4.150? Ja! So muss das laufen! Du willst mir deinen komischen Hockeyschläger verkaufen. Okay, wir sagen 200. Yes! Das lief mal ausnahmsweise gut. Das bringt mir eigentlich, eigentlich nichts, wenn ich gewöhnliche Gegenstände hole, kaufe. $300. Ich sage 270. Theoretisch könnte ich mir den Berater leisten, aber... Ja, genau. So, sie sehen aus, als würden sie was kaufen wollen. Nein, wollen sie aber nicht. Also, die sieht gut aus. Lass uns verhandeln. Aber im schrecklichen Zustand. Boah, das dauert wieder so lange, ne? Wie wär's mit 250? Yes! Die Silbermedaille liegt jetzt immerhin bei $510. Fünf Tage brauchst du dafür, mein Freund, du machst mich arm.
Hallo, mein Name ist Freddy Hellemann. Lass mal sehen. Verdirbt langsam. lass uns verhandeln. Was hältst du von 800? Also der Deal war so oder so schon mal gut. Was willst du denn kaufen? Ah. Aha, ich verstehe. $800? 750. 740. Sehr gut. So, wie sieht's aus, Herr Restaurator? Powder Rangers Poster. Nicht schlecht, also mit den Postern könnte ich Geld verdienen, glaube ich mal. Obwohl, das ist $325, naja. Vier Tage brauchst du dafür. Na, dann mach mal. Sie sehen aus, als würden sie mir leider was verkaufen wollen, was komisch ist. Selten? Was? Wie viel? Freundchen, lass uns mit 4.500 anfangen. Leute, das könnte mein Aufstieg werden. Also da sehe ich mich bei 600. Okay, da sehe ich mich bei 500, du hast ja recht. Also jetzt sehe ich mich ja auf der Siegerspur, ne? Das ist ja wohl dir klar. Um jetzt mal etwas zu fälschen, was eigentlich von Pete Smith ist. Also von Jay. Das Ding verkaufen, ja. Ah, wie wär's denn mit 50? Okay. Lass mal sehen. Schau mal drüber. Sehe mich da bei 500. Ich brauche immer noch zwei Tage. Das kann nicht wahr sein. Der Mann ist inkompetent. Ja! Das war richtig Gewinn. Mein Name ist Christopher West und ich bekam etwas Einzigartiges. Lass mal sehen. Naja, immerhin, ne? Was halten Sie von $100? Okay.
Tag 1 und ich bin immer noch über 10.000 Dollar. Das fässt sich doch schon mal besser an. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber ja, das sehe ich jetzt wirklich so. Ja, das könnte man mal machen. Was hältst du von 400 Dollar? Diese Ohrringe, da sehe ich mich bei 750. Immerhin 2.900. Ah, da kann ich nichts mehr dran machen. Okay, aber da kann man was dran machen. 5 Tage brauchst du dafür, ne? Okay. Komm, kauf das Poster. Du willst es doch, ich sehe es doch. Du willst mir einen Geschirrspüler verkaufen. Okay, lass uns verhandeln. Was hältst du von 800 Dollar? Da sehe ich mich, wie ich diesen Geschirrspüler für richtig viel Moos verkaufe. Ach komm schon, du willst den Geschirrspüler, ich seh's doch. Nee, du willst mir was verkaufen. Lass uns verhandeln. Sagen wir 300 Dollar? Dann sage ich 325. Sagen ich 335. Okay, dann halt 345. Drecksloch. Verkäufer. Warte mal. Tschüss. Nee, du kriegst doch keinen Job. Warte mal ab, warte mal ab. Was willst du denn? Da sehe ich mich bei 500 Dollar. 475? 470? Okay. Naja, also weißt du, das ist ja gewöhnlich und schlecht und aber ich habe so viel gezahlt. Jetzt habe ich zwar Verlust gemacht, aber naja.